Moin Moin und herzlich willkommen zu Elden Ring. Im Schatten des Erdenbaums treibt Wilbald sein wildes Unwesen. Wir sind an der Stelle, bei der wir das letzte Mal aufgehört haben. Das ist sehr lohnenswert, wenn man nichts verpassen will. Wir sind immer noch in diesem gruseligen Dungeon und vor uns wirbelt dieser untote Rittersmann, dem wir jetzt mal ans Schlawittchen wollen. Das letzte Mal konnten wir den aus Zeitgründen leider nicht mehr legen. Aber das machen wir natürlich jetzt. So, ist hier Sound und so, habt ihr... Passt das? Ja, ne? So, das ist ein ziemlicher Frechdachs da drin. Da ist er. Ich hab's auch gesehen. Das Schwert nicht. Nein! Was soll ich denn hier, Sie Mann? Mein Schwertmanagement ist gerade nicht so gut. Warte, aber gleich. Warte, ich will hier. So, jetzt. Ich hab kein Schwert. Ich kämpfe quasi waffenlos. Jetzt. Jetzt. Du Arschgesicht. Komm her, jetzt lass dich in Ruhe. Du hast mir gar nichts zu melden. Oh fuck, was ist das denn hier? Oh shit! Was macht der? Das Spiel ist hier zu Ende. Oh, 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 oh. Au, ich komme nicht mehr von der Wand weg, der Autsch. Au, au, au. So. Manchmal muss man eine kurze Pause machen und dann läuft's wieder. Doppeläxte des Todesritters. Pur Bernstein Medaillon plus. Ey, wow, der gibt ja richtig gute Sachen. Das dürfen hier 0 Euro sein, die hier liegen. Okay. Guck mal, was ist das für ein lustiges Gesicht? Guck. Das ist ja lustig. Das war ja natürlich so ein bisschen Gespamme gerade, so Rivers of Blood Gespamme, aber das ist okay. Kann ich mitleben. So, was haben wir gerade bekommen? Das ist, glaube ich, ganz geil. Und die hier? Blitz. Oh, Blitz. Aber Doppelaxt, was heißt denn Doppelaxt? Was bedeutet das? Führt man die dann zweihändig, oder? Kann ich natürlich nicht nutzen. Ich will sie mal ausrüsten. Oh, okay, warte. Oh, das ist ja geil. Da rennt man so nach vorne. Und dann? Kann man einfach ein bisschen Wegstrecke überbrücken. Oh! Okay, das ist ja geil. L2 und dann... Das ist ganz geil, oder? Was haben wir noch bekommen?
Oh, das sieht auch nice aus. Oh, kann das sein, dass die Asche voll gut geeignet ist für die Äxte? Das kann man doch bestimmt richtig gut kombinieren mit dieser Asche hier, oder? Aber dann müssen wir erstmal wieder zu einem Feuerchen. Achso, die Waffen kann ich eh nicht nutzen. Leider. Packen wir mal das wieder rein. Ich habe immer noch den Plan, einmal ein bisschen zu farmen, um so ein paar Attribute, die nicht meine Main-Attribute sind, also das ist kein Cheaten, ne? Also es ist kein Cheesen, sondern ein paar Attribute wie Stärke oder Glaube oder so hochzubringen, wo ich normalerweise keine Seelen investieren würde, um einfach auch solche Waffen ohne umzuskillen nutzen zu können. Und ich habe mir da mal ein Video zu angeguckt, weil ich muss mir erstmal einen guten Farming-Spot suchen, sonst bringt das ja überhaupt nichts. Wo bin ich denn hier? Da wollte ich hin. Hallo? Hier war hier auch der Eingang, genau. Ich wollte hier rechts lang. Pony. Und ich habe noch kein Video mit einem Farming-Spot wirklich angeguckt, sondern was ist das denn? Die Kleinen da. Was wollt ihr denn jetzt? Guck mal hier, die kleinen Friedhofswärter hier. Ist der auf meinen Kopf gesprungen? Ist der verrückt? Wie viele sind denn das? Das ist voll die kleine Bande. Die haben einfach nur geschlafen, glaube ich. Okay. Ihr habt einen Pony gehauen, jetzt ist Ärger. Ich glaube, einer ist hier noch, oder? Was ist das? Ach, das ist so ein Bär. Was wollte ich sagen? Genau, ich habe in dem Video aber gesehen, wieso habe ich eigentlich, hätte ich nicht hier auch rasten können eigentlich? Das da vorne ist doch direkt ein Bonfire. Lass mich das nochmal jetzt. War hier nicht eins direkt? Hm, vielleicht war es da unten, egal. Dann ist mir das jetzt zu viel Aufwand. Messmal liegt noch nicht, ne? Entschuldigung, meinen Gedanken wollte ich wieder jetzt mal aufnehmen. Und zwar habe ich ein Video gesehen, es gibt nämlich so einen Talisman. Also im Hauptspiel schon. Relativ sogar zu Anfang, glaube ich. Und dieser Talisman gibt einem halt mehr Seelen, wenn man farmen will. Und den wollte ich mir vorher holen. Das können wir jetzt zusammen machen. Den habe ich halt im Hauptspiel nicht. Ich habe viele Dinge aus dem Hauptspiel halt nicht, weil ich da blind gespielt habe und eben nicht irgendwelche Videos oder Guides angeguckt habe. Deswegen gibt es da noch viel auch zu entdecken für mich. Und ich stelle immer mal wieder fest, dass mir irgendwas Essentielles fehlt, was für andere völlig selbstverständlich ist. Boah, wo ist denn dieses Kartenstück? Das ist da oben drauf. Aber das können wir uns gleich mal holen. Das ist nämlich auch ein schönes Abenteuer. Okay. Warte, war ich hier schon? Hier war ich doch schon mal. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Aber das ist doch gar nicht oben auf. Das ist doch nicht auf einem Gipfel. Warte mal. Ah, Nils, Mann, nicht runter. Ah, ouch. Au, ah, okay. So, lass mich mal gucken. Ein Stück rechts. Warte mal. Das ist doch nicht auf dem Berg. Oder, ich befürchte. Das ist doch, okay, warte. Na doch, es ist da oben irgendwo. Ja, nee, vergiss es, kommen wir nicht hin. Schade. So, dann lass es mal kurz, bevor ich jetzt einfach durch die Gegend reite, weil hier waren wir schon. Dann muss ich ja doch von hier da irgendwo hinkommen. Mann, das ist ja... Oder über das Schloss auch. Hier haben wir offensichtlich auch...
Vielleicht ist es auch hier. Verlassenes, leidendes Dorf. Hier habe ich doch neulich schon, letzte Woche bin ich doch hier hin, ne? Und wollte dann hier runter und hier bin ich nicht runtergekommen. Komme ich von hier vielleicht dann hier rechts runter? Wir reiten einfach mal weiter. So, wir preschen hier durch diese Schlucht. Lassen hier die Hirsche natürlich in Ruhe. Die tun ja niemandem was. Ich frage mich halt, ob man eventuell... Ah, wohl nicht, da kommt man auch nicht weiter. Hi, Leute. Tschüss. Tschüss. Das müsste dann hier rechts sein. Wird verfolgt. Ja, und dann hier runter. Gucken wir mal. Nö. Okay, vergiss es. Da kann man doch gar nicht rein in diese Schlucht. Aber da ist ein Weg, da muss man reinkommen. Wie kommt man da rein? Macht mich wahnsinnig. Ah, wieder er hier. Haut mich einfach. Von der anderen Seite. Ne, da komme ich unten. Obwohl, warte mal, da. Dann rechts runter. Wie tief kommt. Vielleicht von da. Einfach noch mal ein bisschen für Unruhe sorgen. So. Hey! Ey, 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 ey. Au, jetzt hör doch mal, wie die mich jetzt von da hinten beschießen mit dieser Artillerie. Oh shit. Warte mal. Nee, das ist ja hier dann. Nee. Es geht da. Irgendwie muss es da runter gehen. Aber ich finde den Zugang nicht. Und übrigens, worauf wir auch achten müssen, was ich ja erst relativ spät gecheckt habe, ist. Es gibt ja diese. Topfträger, die haben so einen Topf auf dem Kopf und wenn die so leuchten, dann droppen die geilen Scheiß. Und das habe ich sehr spät im Spiel erst gecheckt, sodass ich der festen Überzeugung bin, dass ich im Laufe des Spiels massiv viele von denen übersehen habe. Das heißt, wir können auch da, wo wir schon gewesen sind, immer mal offenen Auges entlang reiten und gucken, ob wir da noch einen finden oder so. Was sind das hier eigentlich für Leute? Guck mal, wie verdutzt die gerade sind. Die gucken mich einfach an. Ja. So, jetzt sind wir ziemlich am Anfangsgebiet. Und ich schlag gerade nur ein bisschen Zeit tot. Ich glaube, wir gehen jetzt mal diesen goldenen Skarabäus holen. Falls ihr den noch nicht kennt. Guck mal, hier sind nämlich auch so Geister, aber da ist wahrscheinlich keiner bei, ne? Nö, keiner hat einen Topf auf. Müssen wir immer aufpassen jetzt, ob wir einen finden. Aber da sind noch welche. Ah, warte mal. Ist das... Nee, das ist nur ein Geist. Der hat keinen Topf. Hallo, irgendwer mit Topf? Nee, das sind Hunde. Keiner hat einen Topf. Haben Sie einen Topf? Hier sind ganz viele von denen. Da muss ja nur einer einen Topf haben und ein bisschen leuchten. Aber ich sehe keinen. Das
Seht ihr was Töpfiges? Keiner mit dem Topf. No Name, vielen lieben Dank. Was haben wir hier? Entschuldigung, haben sie einen Topf. Hier gibt es super viele, aber die habe ich alle schon mal platt gemacht, glaube ich. Ich habe mir, glaube ich, am Anfang die Mühe gemacht, die einmal alle platt zu machen. Aus Respekt. Hätte ich doch bestimmt gesehen, wenn hier noch ein Töpfling ist. Ich gucke jetzt mal, weil ich nicht weiß, ob ich jemals hier wieder herkomme. Es gibt ja eigentlich keinen Grund, hier zu sein. Wir reiten das ja immer ab. Hier sind auf jeden Fall super viele von diesen Geistern. Die wohnen halt natürlich auf dem Friedhof, was ja auch Sinn ergibt. Hier aber nichts. Das ist halt schon nicht unwichtig, weil die natürlich. Die haben ja. Also der eine Typ hat mir ja so einen Schattenbaum-Samen oder was es ist gegeben, so ein Fragment. Und die sind ja unglaublich wichtig fürs Leveln. Daher ist das jetzt keine unnötige Reiterei, sondern wenn man da noch jemanden finden kann. Das ist schon wichtig. Aber ich sehe nichts mehr. Hier waren wir auch schon mal, dann haben wir uns das alles angeguckt. Hier waren wir auch in dieser überfluteten Kathedrale. Also keine Ahnung. Ich glaube, hier ist nichts. Hier ist so ein bisschen Friedhof. Das ist ein riesiger Friedhof. Aber das sind ja alles so Geistergrabsteine. Ich würde gerne die Geschichte mal kennen. Also sind das sozusagen, wenn Geister sterben, werden die dann auch nochmal beerdigt. Oder wie ist das? Vielleicht sind das ja wirklich dann gestorbene Geister. Oder ist das so, wenn Geister sterben, also wenn die sterben, dann werden sie geboren? Und dann bekommen sie in der Geisterwelt einen Grabstein, weil die Leute in der Geisterwelt wissen nicht, dass man geboren werden kann. Weil es geht ja, das Gedächtnis geht ja verloren. Das heißt, es gibt die Welt der Geister und die Welt der Lebenden. Und beide denken, das ist die einzig wahre Welt. Wer ist er denn? Was ist das denn für ein Typ? Hallo? Hallo? Wer bist du? Wieso haust du mich mit dem... Hallo? Wolverine? Bist du es? Ich habe keine Dings mehr, sehe ich gerade. Das ist sehr, sehr schade. Warte mal. Naja, auch nicht mehr. Okay, scheiße. Ich habe einfach gar nichts mehr. Okay. Wer bist du? Der hat so Pantherkrallen. Erinnere mich an den einen. Da gibt es so einen Charakter bei He-Man. Der hat auch so geile. Goldene Fäuste hat der. Ah, jetzt kann er sie auch noch heilen. Wo kommt der denn her? Was ist das für einer? Bestienklau. Wer hat denn total die Action damit gemacht? Du hast dich nach dem Bosskampf nicht ans Feuer ge... Nee, ich weiß. Aber da war ja kein Feuer, oder? Da war ja nur eine... Zurück zu dem Dungeon-Anfang und dann habe ich mich da nicht mehr... Was? Oh Gott! Diese Harpie hat mich erschreckt. So, ich traue mich gar nicht hier in Ruhe zu gucken, was ich da bekommen habe, wenn hier so laut rumkrakeelt wird. Da, was kann das denn? Oh, der macht auch Blutverlust. Stärke 13 habe ich natürlich nicht. Nerv. Okay, die würde ich gerne mal ausprobieren, aber dafür brauche ich ein bisschen Stärke. Aber schaut mal, ich habe hier so einen Geist gesucht und habe was anderes Cooles gefunden. Das Spiel hat immer irgendwas für einen zum Snacken parat. Hier sind super viele Tiere. Warum?
Gut, ich glaube, jetzt ist hier nichts mehr. Ich finde jetzt hier nichts. War auch gar nicht mein Plan, hier endlos rumzugaloppieren, aber es macht halt auch Spaß. So, wir machen jetzt mal Folgendes. Und zwar gibt es einen Ort, das... warte, wo war der denn noch? Es gibt hier einen Ort. Und zwar... Hier irgendwo in dieser Gegend. Bin ich mir ganz sicher, ob wir... Hier irgendwo ist der. Wo waren das nochmal? Irgendwo hier. Ich gehe mal... Ich gehe mal an den Fäulnisbalkon. Und reite da mal runter. Da lag noch ein gutes Item, echt. So, und zwar reiten wir jetzt mal dahin. Hier ist diese Pestilenz überall. Wir müssen hier mal runter. Da in diese Richtung. Ich weiß aber nicht, ob das alles noch stimmt. Ich hatte mir, wie gesagt, ein Video angeguckt, wo dieser goldene Skarabäus zu finden ist. Aber ich kann nicht garantieren, dass ich das noch in Erinnerung habe. Warte mal, hier war das, glaube ich. Guck mal, da ist auch noch eine Gnade, die ich noch gar nicht habe. Haha, guck mal. Hier war ich noch gar nicht. Was ist denn hier los? Das ist ja abgefahren. Okay. Und ich meine, man muss dann hier an der Mauer entlang reiten. Hier. Genau. Und hier ist ein Abgrund. War da oben so ein Glitzerding? Das ist ein riesen Glitzerding noch, guck mal. Sollen wir uns das mal zuerst holen noch? Ich glaube, da komme ich rüber hier, oder? Weiter Weg nur für das Glitzertier. Ich weiß ja gar nicht, ob das überhaupt was Geiles ist. Vielleicht ist er in der Asche oder irgendwas. Hier war ja auch noch nicht offensichtlich. Naja, wir haben es noch nicht eingesammelt. Hier sind da total viele Köstlichkeiten. So, jo. Okay, hier komme ich gar nicht rüber. Da muss ich lang. Also ist aber ein weiter Weg nur für diese Rune. Oder vielleicht ist es ja nicht mal eine Rune. Das ist Asche, meine ich. Vielleicht ist es nur irgendein Schmiedestein, Stufe 4. Wir werden sehen. Aber jetzt habe ich mich dazu entschlossen, jetzt regnet es auch mal. Habe ich dazu entschlossen, den zu holen, dann machen wir das auch. So, wo bist du? Falsch. Warte mal, ich bin da lang. Was ist er denn? Hallo? Es kann sein, dass er weg ist. Warte mal, da ist die Schlucht. Der war doch quasi
Der muss doch hier irgendwo sein. Hat er sich verpieselt? Der mag den Regen nicht. Warte mal. Ich bin da diese Mauer... Ah ne, da hinten ist er, oder? Ich muss noch, glaube ich, weiter. Hier runter. Oh, scheiße. Hier muss er irgendwo kommen. Oder? Oh, was ist das? Ja, ich auch noch nicht. Ah ne, warte. Erstmal das Getier. Wo bist du? Kann doch nicht sein. Hallo? Hier war ich auch noch nicht. Guck mal, hier ist noch ein Boss, den ich noch nicht gemacht habe. Guck mal hier. Fuck, hier sind voll viele Sachen, die ich noch nicht gemacht habe. Ja, da gehen wir jetzt erstmal rein, ist doch klar. Fuck, wir haben sehr viel Seelen. Aber egal. Jetzt mal rein da, oder? Was ist denn jetzt hier für ein Gegner? Wer will denn mal was? Hallo? Hi. Alter Schwede, ey. Okay, ich bin ein bisschen leicht überlevelt vielleicht. Asche des Kriegsmagiers Hugos. Wir haben Alter Daus. Das war gar nicht meine... Also das war jetzt nur Zufall. Ich wollte eigentlich ja was ganz anderes. Eigentlich wollte ich doch diesen wunderschönen Glitzerball haben. Den sehe ich jetzt aber gar nicht mehr. Der hat sich verpieselt. Der Glitzerball ist weg. Das gibt's doch gar nicht. Das muss doch hier gewesen sein. Das war doch direkt hier an der... Da! Gib mir den! Lauf, hinterher. Er will abhauen. Na! Knappe Kiste. Oh, der wollte wegrollen, der Mistkäfermann. Jetzt habe ich nichts bekommen. Das ist noch ein Drache. Respawn-Drachen? Der füllt die blauen Flaschen wieder auf. Ach so, okay, ich dachte, der hat irgendwas Geiles. Was ist mit dem hier? Die respawnen, ne? Gibt nur eine Mana-Flask. So, und hier... Bald komme ich da rüber. Und hier? Da. Ich glaube, da war das. Da, schau mal. Da kann ich vielleicht über die Bäume... Kann aber auch mit Anlauf von hier wahrscheinlich. Oder? Will ich einfach mal. Nein. Scheiße! Ich hab gedacht... Oh, hier ist ein Marikas Fall. Völlig unnötig, ne? Bleib hier. Aus Prinzip einfach nur. Einfach nur aus Prinzip. Jetzt bin ich hier unten. Mist, wo sind meine Seelen?
wollte hier nicht hin. Alles umsonst. Also meine Seelen? Entweder unten oder oben. Das ist ja völlig unnötig. Ich glaube, sie müssten oben sein, oder? Ne, da. Ne, sind sie das? Ne. Das ist nur ein Ruhmfragment. Ja, ich glaube, die sind da oben. Aber ich komme ja nicht von hier da rauf. Da oben müssten sie liegen. Pass auf, dann... Oder? Ich hoffe doch. Dann gehen wir mal hier hin. Bin ich da abgestürzt? Ich hätte gedacht, das schaffe ich. Und hier ist doch eigentlich auch noch so eine... Wo ist sie denn? Da, guck mal, hier ist noch so eine Holde Maid. Hallo. Was geht ab? Weißt du eigentlich, was passiert ist? Are you to the south, to the east, but dare you? Die redet immer, als wenn sie wirklich ihre letzten Worte gerade rauspresst, aber in Wirklichkeit ist das nur gespielt. So. Also meine Seelen. Habt ihr euch versteckt? Bitte nicht irgendwo. Ich habe ja noch so um mein Leben gekämpft beim. Ne, hier oben sind sie gut. Ich glaube, ich muss über diesen Baum. Das ist wahrscheinlich das Einfachste. Machen wir das so, wie das Spiel es will. Shit, falscher Baum. Oh, oh, oh. So. Hier nehme ich. So, und jetzt holen wir uns hier diesen goldenen Skarabäus. Aber hier waren wir noch nicht. Das ist verlassene Höhle, gibt es noch eine Gnade. Und dann können wir irgendwann mal ein bisschen farmen. Ekelhafte Suppe. So, da hinten ist ein Item. Ich glaube, ich habe immer noch nichts gegen Fäule. Ne, habe ich original immer noch nichts gegen Fäule. Was? Wieso werde ich hier nicht... Hallo? Ich bin doch hier... Warum vergifte ich denn hier? Wegen Dämpfen oder was? Ich bin doch hier eigentlich in Sicherheit. Ach so, ich bin gerollt und dann hat sich das am ganzen Körper... ja, okay, gut. Spratz, Spratz, Spratz. Spratz, Spratz, Spratz. Ich glaube, ich muss jetzt ein bisschen warten, bis meine Fäulnis zurückgeht, bevor wir das Item da holen können. Sonst bin ich ja für immer verfault. Wir müssen kurz warten, dann wagen wir den Sprung. Das ist ekelhaft, oder? Sowas will man ja auch wahrlich nicht. Jetzt
So, warten wir noch einmal den Visier da ab. Spratz. Und wo ist der zweite? Ah, scheiße. Ich wurde auch noch vergiftet. Hey, yay, yay. Oh, okay. Den habe ich gar nicht gesehen. Den alten Johnny da. Aber gut, das hat auch gut funktioniert. Hi. Ratti, ratti, rat. Geht die jetzt? Ratten! Ah, Ratten! Ratten! Oh, guckt euch das an. Zwei schnelle Streiche. Feuerfett. Ah, vergessen, hier ist noch mehr Suppe. Oh, fuck. Ah, fuck. Oh, shit. Oh, no, 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 no. Ah. Hier müsste der sein. Hallo, hallo, hallo. Was hältst du denn davon? Au. Okay, das war... Warte, komm, hier noch einer. Oh, da ist... Ja, ich hab Schaden vor dir gemacht. Wie wäre das zu zweit gewesen? So, da ist er! Der Goldskarabäus. Den wollte ich. Ja, das war's. Mission beendet. Den wollten wir haben. Oh Gott. Und ja, das war's schon. Ich muss mal eben schnell sonst irgendwo hin. Sonst sterbe ich an der Fäulnis. So, das heißt, den können wir nutzen, um demnächst mal auf große Levelfahrt zu gehen. Wir hatten diverse Sachen noch zu tun. Lass mich mal überlegen. Jetzt haben wir den gelegt. Wir wollten noch mal hier wieder rein und mit Sir Ansbach sprechen. Und ich weiß aber nicht mehr, auf welcher Ebene der ist. Und irgendwas wollten wir noch machen. Hier hatten wir, genau, da hatten wir den Bossfight. Hier müssen wir irgendwie hinkommen. I don't know how. Und... Welche Ebene ist dieser Typ? Du kannst mit dem Eldenbeast schwer gut Runen farmen. Eldenbeast schwer gut Runen farmen. Mhm. So, ich weiß nicht, wo erstes Stockwerk ist, Sir Ansbach. Erstes. Dann ist das Erdgeschoss, oder was? Ne, Erdgeschoss ist nicht erster Stock, ne? Hintertor, Schattenbergfried, Hintertor. Mal gucken, ob ich ihn finde. Mit dem wollte ich mal sprechen, weil es gab irgendwie, ich glaube, er war das, der meinte mal zu mir, ich soll weiter... Ach, jetzt weiß ich wieder, wo der ist. Ja, der ist da ganz hinten. Ja, warte, ich weiß es wieder. Ich ignoriere mal alle Leute, die hier so jetzt was von mir wollen. Und gehe direkt zu Ansbach. Der war hier oben links, meine ich. Auf.
Warte mal. Hier irgendwo hat er studiert. Ich glaube hier. Nee, warte, war hier war der andere. Nee. Doch, da ist er. What could they possibly have in mind? Aber mit denen habe ich doch schon gesprochen. Oh. Okay, das ist neu. Ich hatte schon mit dem gesprochen und da war diese Gesprächsoption nicht. Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz nachdenken. Das konnte ich ihm das letzte Mal noch nicht sagen. Ist Freya diese andere Frau da? Ich glaube, wir sagen ihm das einfach, oder? Das war doch jetzt nichts Gemeines, ne? Ich werde natürlich nichts Bösartiges machen. Hat sie mich irgendwie gebeten, es nicht zu sagen? Ja, Freya ist die vor dem Kamin, die da rumsteht und mit sich selber spricht und keinen Bock hat, mit mir zu reden. Können wir doch, das machen wir. Freya, by the gods. She must be feeling the need to reaffirm her allegiance before she heads to war. A true red mane she is. Hardly troubled by the rot. But no one is without their shortcomings. She has a hard road ahead. Soll ich dir das jetzt sagen, oder was? It does make one think. Perhaps our concerns are but two sides of the same coin. Perhaps our concern. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mal mit ihr reden darf. Probier mal, ob da jetzt irgendwas passiert ist. Sie war ja sehr abweisend beim ersten Mal. Da. I'm afraid I'm busy. Truly. I should have asked Ansbach to impart his knowledge when I had the chance. Ich hab doch gerade mit ihm geredet. I'm afraid I'm busy, truly. I should have asked Ansbach to impart his knowledge when I had the chance. Okay. Ja, schade. Hat einfach gar nichts gebracht. Hat gar nichts gebracht. Ich soll nochmal zu Ansbach gehen. Schriftrolle. Ach du Scheiße, es gibt eine Schriftrolle irgendwo im Gebäude. Die kann überall sein, oder was? Oh, fuck. Das ist so ungefähr der größte Dungeon, dem ich je gewesen bin. Wo soll denn hier eine Schrift... Die kann ja überall sein. Boah. Oh, Mist. Die kann ja überall sein. Ich hatte das Gefühl, ich habe hier schon richtig viel... Oh, ihr könnt mir gern einen kleinen Hinweis geben. Weil ich war hier eigentlich schon überall. Ach, du grüne Neune. Da hinten leuchtet noch was, guck mal. Es gab noch so ein, zwei Items, die ich vielleicht noch nicht geholt hatte. Also da seht ihr das? Da ist noch was. Keine Ahnung. Dann muss ich halt... Hier runter? Da ist auch noch ein Item, oder? Da hinten ist auf jeden Fall ein Item. Ich probiere einfach mal jetzt hier runter. Da, wie komme ich da am schnellsten hin? Hinter so einem Bücherregal. Da sind noch zwei Items.
Da ist auch noch eins. Wie komme ich hier runter? Vielleicht da auf den Rücken und dann... Ne, das ist zu hoch, oder? Da sterbe ich doch. Wenn ich... Aber das wäre auf jeden Fall die Ebene, ne? Ja. Also wenn ich auf dieses Ding da springe und dann von dem Rücken sich mich auf den droppen lasse, vielleicht komme ich da so runter. Probier das einfach. Wenn ich sterbe, dann ist das halt einfach so. Sind ja nur 140.000 Seelen, ne? Ist ja gar nichts. Oder geht's von hier sogar irgendwie? Nee. Okay, also jetzt hier auf diesen Bock darauf. Kann ich das machen? Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Oder ob ich da überhaupt drauf komme. Nö. Ja, doch. Oh. Und jetzt. Warte, wo war der denn? Der rot gemantelte Boy. Da. Oh Gott, das wird wahrscheinlich überhaupt nichts. Ich glaube, ich sterbe. Ich probier's aber. Ich hätte vorher meine Seelen ausgeben sollen. Muss ich mir erstmal die Penunsen wiederholen. Boah, jetzt muss ich ja mich wieder auf so eine gewagte Kletterpartie einlassen. Ritz. Kann der mal jetzt abhauen? Ich will jetzt nicht unbedingt noch direkt gegen den... Hau mal ab jetzt. Nicht noch jetzt... Weiteren Kampf, keine Zeit. Wo habe ich mich am besten? Hier. Das war vermutlich gar nicht so der geplante Weg. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt... Ich weiß nicht mal, ob ich das jetzt nochmal schaffe, da aufs Gehirn rauf. Doch. Danke. Da ist mich gespannt. Entspannt, wollte ich sagen. Wie er mich einfach mit dem letzten Schlag noch kriegt. Schon wieder mit dem letzten Schlag. Ich will nicht aufhören. Ich will erstmal. So, jetzt mache ich dich mal kurz Platz. Alles klar. Oh. Nee. Keine Panik! Auf der Titanic! Die sind aber auch einfach nervig. Man nimmt die halt nicht so richtig ernst. Da ist noch ein Item. So. Entschuldigung. Ach, Mist.
Aber ich muss da jetzt wieder rauf. Oh Gott, ich hoffe, ich komme da jetzt wieder rauf. Ja. So, alles klar. So. Was ist los? Keine Sorge, ich wollte nichts von... Ja, ich wollte doch gar nichts von euch! Meine Güte. Lasst mich doch einfach in Ruhe. So, dann halt nicht. So, hier ist ein Item und da hinten ist noch ein Item. Das ist es nicht. Da muss ich rüber. Okay, wie komme ich darüber? Da ist ein kleiner Weg. Hier vielleicht. Und da unter mir ist auch noch ein Item. Oh, ein Duellantenschild. Wir kriegen ja richtig schöne Sachen hier noch. Okay. Stoßschild. Interessant. Hört ihr dieses Geräusch? Das kommt auch in aller Regel... Da ist das Item. Gibt's ja noch eine Secret Door? Nee, ne? Vielleicht hier? Du hast all das Zeug beim ersten Besuch liegen lassen? Ja, aber der erste Besuch war auch sehr lang. Wir haben sehr viel erforscht, aber so ein, zwei Sachen offensichtlich nicht. Okay, komme ich hier runter oder werde ich einen Tod durch Gravitation sterben? Ich fürchte fast... Oh Mann, das ist sehr hoch. Hallo. Oh, hör mal auf mit dem Gift, nervig. Okay. Einfach so. Einfach so runtergejumpt. Ohne Vorankündigung. Wir haben jetzt aber, wir haben wirklich viel hier gemacht. Viel rumgerannt und gesucht und... Willst du einen Trick wissen, wie man weiß, ob es zu hoch ist? Ist das mit diesen, gibt's da die, oh, da ist ja auch noch ein Item. Achso, das ist das Item von eben. Hä, da, na, das kann nicht sein, da waren wir doch 100 Mal. Das ist eine Kerze, das ist doch kein Item. Nee, das ist eine Kerze. Das ist ein Item. Aber das ist das Item von dem Typ, den ich platt gemacht habe, oder? Das ist kein... Oh, hier ist auch noch ein Item. Ey, hör auf! Mann, ich wollte euch alle in Frieden lassen. So, die anderen Gelehrten lasse ich in Ruhe. Da ist auch noch ein Item. Oh, der kommt nochmal von hinten wieder. Oh shit, da ist noch so ein Johnny Boy. Juhu! Den müssen wir uns nicht weiter kümmern, wenn wir das Item haben, ist mir der egal. Die Frage ist nur, ob der einmal ganz rumgeht. Ich kann mich gar nicht in Ruhe umgucken hier. Ich muss den mal... Oh! Scheiße. Ich muss ihn einholen. Will ich das? Ja, machen wir das jetzt oder machen wir das jetzt nicht? Ah, scheiße.
Und jetzt ist Schluss. Bin ich mir zu gierig. Droppt nicht mehr irgendwas. So. Was ist jetzt hier für ein Ort? Ist hier irgendwie eine Steintafel? Kommt man hier in die Mitte rein? Nee, ne? Das wäre auf jeden Fall ein guter Ort für eine. Weil es kann ja nicht sein, dass sie einfach so platzverschwenderisch so viel Sachen aneinander ordnen. Okay, also hier. Oh, das. Noch eine Leiter. Ah, warte mal. Also entweder ist da oben noch da oben was drauf oder ich komme dann nur vom oberen Stockwerk runter. Das heißt, ich muss noch mal nach oben. Also. Da bin ich hergekommen. Wir können ja noch mal, da hinten ist auch noch, leuchtet irgendwas, aber das ist. Doch, das ist auch noch ein Item da hinten. Komme ich da rüber? So easy peasy, ja. Ja, wir waren offensichtlich auf dieser Ebene noch nicht, ne? Ah, haha. Oh. Stark. Wir haben hier einfach längst nicht alles gefunden. Ging nicht körperliche Schäden. Das ist doch ganz gut. So, das ist jetzt ja die unterste Ebene. Da ist auch noch eine Ebene, auf der wir noch nicht waren, schätze ich mal. Oder was ist das für ein... Was war das für ein Geräusch? Vielleicht könnte ich hier nochmal da runterspringen, auf die Steintafel rauf und dann da so rüber. Aber da kommt man da nicht auch... Da ist auch ein... Muss ich doch schon gewesen sein, auf dieser Ebene. Achso, ich komme hier einfach auch durch diese Treppe ein runter. Doch, hier war ich schon. So. Da liegt noch was. Schmiedestein, danke. Das ist alles gewesen. Ja, hier waren wir auch schon, meine ich, überall mal. Dem Schaf, da waren wir auch schon drauf. Hier haben wir uns auch schon alles angeguckt. Boah, das ist ja wirklich abartig, das zu finden. Da braucht man einfach wirklich sehr viel Glück. Komm ich da jetzt nochmal wieder rauf? Wahrscheinlich eher nicht. Du warst frech, das habe ich mir gemerkt.
Auf der Jesus-Statue. Nee, da war ich, glaube ich, noch nicht drauf. Ach, du grüne Neune. Muss das sein? Oh fuck, er geht auch nochmal. Oh scheiße. Hi, 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 hi. Oh ja, okay. Wir sind, ja, ich, alles klar. Wir sind keine Freunde, ich sehe schon. Ich drehe mir völlig durch. Dumm. Ja. Das war nicht gut gekämpft. Aber wir haben erreicht, was wir wollten. Dieses Item hier noch. Uns anzugucken. Ah, noch ein Bestienhorn. Da ist auch noch was. So, aber jetzt bitte nicht noch so ein... Oh, jetzt muss ich jetzt leider... die hier prophylaktisch einmal... Man weiß ja nicht... Ja. Befürchtet. Ist nicht persönlich gemeint, aber ich weiß bei euch ja nie, ob ihr mir dann hinten einen Feuerball reinjagt. Aber wir haben wirklich einiges noch liegen lassen hier. Wir waren so lange auf in diesem Dungeon und haben trotzdem noch super viel Sachen nicht gehabt. Ich glaube, ich sollte mich mal zu einem Bonfeuer, zu einer Gnade teleportieren. Weiß gar nicht, wo hier die nächste ist, aber ich bin ja sogar bei der nächsten Begegnung bin ich ja sonst hinüber, ne? So. Genau, also das ist hier diese Jesus-Statue, da komme ich aber sicherlich von der oberen Ebene rauf. Muss ich mich irgendwo droppen lassen, nehme ich mal an, vielleicht von dem da. Ach, warte mal. Nee, das ist zu weit weg, oder? Auf dem waren wir ja gerade drauf. Aber der Sprung müsste zu weit sein. Oder? Ach, warte, das geht vielleicht von der Mitte auf die Hand. Und dann könnten wir uns den mal hier angucken. Weil ich nicht weiß, ob da noch irgendwas drauf ist. Weil da lag ja auch schon jetzt ein Item vor seiner Hornkrone. Aber das können wir einfach mal probieren. Boah, das ist ja einfach so unübersichtlich hier alles. Völliger Wahnsinn. Oh, da ist der nächste Heini. Nee, das ist völliger Quatsch, das jetzt zu probieren. Ich habe die Mitte schon gedreht, ja. Achso, warte, ich wollte einmal kurz ein Level-Up machen. Wir brauchen 215.000. Also ungefähr was? 30.000 muss ich ungefähr snacken, ne? Das machen wir doch jetzt einfach. Und was hatte ich gesagt? 215.484. Also die 7,5 haben wir, glaube ich, noch eine. Oder reicht die sogar? Die reicht, perfekt. Stufenaufstieg.
Ja, ich bleib jetzt immer noch. Wir machen erstmal 60 auf Geschick. Und wenn ich dann irgendwann ein bisschen Level-Farm gehe, dann die setze ich dann auf Stärke und die anderen Attribute, die ich noch nicht hatte. So, ich muss jetzt diese vermaledeite Schriftrolle finden. Oh no! Ja, ich muss mich wieder. Oh, ständig nicht gegen euch ran. Das war unnötig. Durch die Wand, ist klar. Ich muss aufpassen, dass Freya nichts abkriegt, oder? Seine. Der droppt auch einfach sehr wenig dafür, dass er so hart ist. Also, ich kann natürlich jetzt einfach komplett spekulieren. Guck mal, da ist auch nichts mehr auf der Jesus-Statue. Seht ihr? Da ist nichts mehr. Nee, da ist nichts. Da muss ich gar nicht hin. Also, ihr könnt mir gerne ein bisschen helfen jetzt, wo wir das Ding finden. Ich guck mal kurz, was ihr schreibt. Man kommt nach außen. Ja, außen war ich schon. Irgendwo. Oh. Sunshine Bud hat vorhin geschrieben, wirst wärmer bis auf dem Weg, ja. Natürlich keine Ahnung. Wann das war. Dritter Stock außen ist auch ein Weg zur Rolle. Ah, okay. Statuen hängen, als wäre es nicht gedreht. Komisch. Aber ich habe sie eigentlich schon gedreht. Hätte ich sie vielleicht erst später drehen sollen. Aber man muss ja trotzdem hinkommen. Ja, ich habe aber ansonsten. Hinterer Bereich, ich weiß nicht genau welch. Also das ist sechster Stock. Es gab doch auch irgendeinen, was direkt an dem Ausgang war. Probenlager. Ich hatte bei irgendeinem hatte ich einen. Da. Ah, nee, okay, warte. Vom vierten Stock aus in den dritten. Wenn du die Rolle suchst für Freya, die bekommst du von Ansbach? What? Da war ich doch schon. Geh zu Freyas Gnade, dann die Treppe ganz runter, dann geradeaus und links. Freyas Gnade, dann die Treppe ganz runter, dann geradeaus und links in der Wand muss eine Tür sein. Okay. Also Freyas Gnade ist ja diese hier. Bei mir hat das so geklappt, sagt Syntrax. Es kann sein, dass du, vielleicht hast du die Schriftrolle auch aus Versehen gefunden, ich weiß es nicht. Treppe ganz runter, dann geradeaus und links an der Wand. Okay. Oh, er ist so ein bisschen wie so ein. Ah ja, hier geht's raus, ne? Genau. Ach,
Nein, wir hatten noch gesagt, wir wollen jetzt mal kurz nicht mehr dieses Spielchen machen. Oh Gott im Himmel, ey. Mann! Reicht jetzt! Oh, Feuerretterhelm. So. Oh, er ist auch richtig sauer. Aber warte mal, hier ist das Ding. Kann ich aber nicht mehr machen. Habe ich schon benutzt. Okay, noch ein Stockwerk runter. Das können wir auch. Aber das ist ja das Stockwerk, wo er. Ah, nee, da gibt es noch eins dazwischen. Okay. Ach, hör auf! Ich will dich leben lassen, aber nein. Guck mal, hier kommen wir. Da. Gibt's hier noch eins runter? War das gerade schon der rote Boy von hier, oder? Ah, ne, hier geht's noch einen runter. Da ist schon wieder so ein Rotboy. Mega nervig. Da ist auch noch ein Item. Tollen Schmiedestein. Oh, okay, das ist exakt das, was wir nicht wollen. Ach, nerv. Ah, ich muss aufpassen. No, das ist mein Tod. Ah, ich hab mich doch geheilt. Ich komm nicht mehr weg. Ich komm nicht mehr weg. Scheiße. Ich hing da fest. Ah, es gab keinen Ausweg mehr. Oh, festgeglitscht. Mann, diese Dinger sind auch so nervig. Oh, warum? Ich habe ja zum Glück meine Seelen ausgegeben, das ist dann nicht mehr so schlimm. Muss ich die nicht unbedingt wiederholen? Fällt mir gerade ein. So, ich bin doch nur auf der Suche. Nach einer Rolle. Exakt in derselben Ecke. Also exakt in derselben Ecke. Man muss so geduldig sein.
Aber das bin ich nicht. So, können wir mich jetzt einfach mal in Frieden stromern lassen? So, hier geht's jetzt raus. Da ist ein Gargoyle. Ich glaube, oh, da ist noch ein Item. Nur ein Schmiedestein. Was soll das denn sein? Das wäre auch Quatsch, wenn hier eine Tür wäre. So, pass auf. Jetzt gehen wir hier raus. Was hat Olaf gesagt? Olaf sagte... Ja, so, jetzt muss Olaf aber weiterführen. Oh, hier sind auch noch ein paar... Ach, hör auf. Wir hatten ja schon hier alles geknackt eigentlich. So. Wir waren ja schon auch viel draußen unterwegs hier. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Ach, der ist der nächste Hanselmann. Oh, was ist das? Hier ist noch was. Schattenreichwohnung. Leber. Ja, oh, warte mal, das sieht aus wie eine Schriftrolle. Yay! We got the Schriftrolle. We got the feeling. We got the Schriftrolle. Ja, das ist sehr fantastisch gelaufen. Also, super gut. Frage, ob wir jetzt noch mal diesen anderen Weg hier uns angucken, wo dieser Rotboy war. Oder ob wir uns jetzt direkt dahin laufen jetzt. Wir müssen ja aber wahrscheinlich jetzt erstmal zu Freya, oder? Doch, hier war ich doch von der anderen Seite dann. Oder habe ich von oben runter geguckt? Warte mal, hier war ich doch. Da war ich etwa... Ja, nerv. Ich meine, ich war da. Aber das ist ja einfach so hart nervig, diese Typen. Ich meine, das Ding ist, ich komme hier sonst nicht wieder her, ne? Das Timing verhunzt. Oh, come on, ey, wie ich einfach alles abkriege, weil ich es gerade geschissen bekomme. Was soll denn das? Mann, die sind einfach so nervig, diese Typen. Man will ja im Vorbeilaufen einfach nur. Aber nein.
dann hält man sich mit denen auf. Ich meine, hier war ich aber schon. Entweder ich war hier schon oder ich habe von oben runter geguckt. Nee, da ist noch ein Item. Also war ich hier offensichtlich doch noch nicht. Das ist doch eine neue Gnade. Ja, krass. Es gibt hier noch eine neue. Da habe ich nicht mit gerechnet. Ich habe gedacht, wir haben hier so viel schon entdeckt. Jetzt ist hier original noch eine Gnade. I turn through. Okay, das ist ja krass. Das ist ja einfach komplett belohnt. Was? Das ist ja fantastisch. Welcher ist das denn jetzt? Der da. Lagerhaus dritter Stock. Von Sir Ansbach hinterlassene Nachricht an gleichgesinnte Geister, die ebenfalls Michaelas Spuren folgen. Es scheint, als hätte das Volk des Bergfrieds das heilige Viertel geflutet, das zum Schattenbaum führt, um den Zugang zu versperren. Von diesem Lagerhaus aus führt zumindest kein Weg dorthin. Vielleicht gibt es irgendwo in diesem Bergfried einen anderen Weg zum heiligen Viertel. Naja, die ist ja von Ansbach hinterlassen. Gehen wir jetzt zu Ansbach oder zu Freya? Zu Ansbach können wir hier einfach runterspringen. Hier ist dann auch Feierabend, ne? Oder? Franzbach. Okay, pass auf. Dann springen wir hier einfach runter. Arbeitsmoral. Krass, aus dem Nichts wird mir der Stream vorgeschlagen. Ihr wart früher meine Helden bei Game One. Ja, siehste? Echos from the past. Warum sind wir denn nicht mehr deine Helden? Was soll denn das? Was ist passiert? Wann endete die Heldenverehrung? Komme ich hier, wenn ich auf Jesus Füße springe vielleicht. Meint ihr, ich komme auf Jesus Füße rauf? Geronimo! Ja, yes, der Jesusfuß. Entschuldigen Sie bitte, aber von hier scheint es mir eine gute Position zu sein. Ja, fantastisch gemacht. So, ein Ansbach ist da oben. Ne? Ey, jetzt hör auf. Ich habe gar nichts mit euch im Sinne und führe nichts im Schilde. Tschüss. So, jetzt bitte alle weggehen. Nicht, dass einer hinterherkommt. Und jetzt, da habe ich ein bisschen Angst vor, wenn ich jetzt mit Ansbach rede, dass einer von hinten kommt, den ich getriggert hatte und Ansbach tötet. Hallo. Does make one think. Perhaps our concerns. Ah, hier geheim Ritus Schriftrolle. Well, what's this? Yes. Yes, I should have known. You should have known. Even the truth was itself mere folly. As if using Lord Moog to gain entrance to the Land of Shadow were not enough. He plans to use his corpse as the vessel of his king consort. He has forsaken Lord Moog's soul. He desires only his empty shell. It beggars belief, but I'm afraid Tendermikkola fails to grasp the humiliation implied by this act. One thing is certain. My dear Lord deserved better. Righteous tarnished. You have my gratitude. You have given me the answers I needed. But I can hardly fathom it. Such folly. Unto the end. I am a warrior, but I've aged. I cannot afford to act hastily. Curse it all. I know my limits. I could spend the rest of my life honing my craft, and still that creature would be out of my blade's reach. Aber ich könnte das vielleicht machen. The absolute folly of it all. Ich glaube, das hat er. The absolute ja. Folly of it. Okay. Donny hat gerade geragequittet und jetzt bin ich hier. Hallo, hallo Miles.
Oben am Kopf der großen Figur wäre noch ein Item gewesen. Das haben wir uns schon geholt, Sire Twins. Was wollte ich sagen? Blauer Schakal, vielen lieben Dank. Arigato, vielen lieben Dank. Und die Abimama. Für den Support der letzten Stunde. Wir waren ein bisschen unaufmerksam. Wann geht's mit Street Fighter 6 weiter? Ja, ich muss ein bisschen üben noch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Add-on des Jahres. Meister. Ist das Meister? Meister Minos? Ja, auf jeden Fall. Also, es ist ja völlig lächerlich zu glauben, dass irgendein Spiel jemals ein besseres Add-on hatte. Das ist ja einfach. Das ist ja eigentlich schon ein Vollpreistitel. Hingebein, herzlichen Dank. So. Also, jetzt haben wir mit ihm, jetzt müssen wir vermutlich mit Freya nochmal reden. Schätze ich mal. Vielleicht auch nicht. Probier mein Glück. Nö. Hat einfach überhaupt nichts zu bedeuten. Okay, aber ich glaube jetzt, also es kann ja nicht sein, dass wir hier noch mehr haben. Können wir noch irgendwas hier machen? Nee, ne? Nö. So, okay. Also da haben wir jetzt einiges tatsächlich noch gemacht. Wir haben hier jetzt einen Boss, den wir nicht gemacht haben. Wir haben hier einen Boss, den wir nicht gemacht haben. Wir haben... Boah, wo war denn nochmal der andere Typ? War das hier Eingang zur dunklen Kammer? Hatten wir hier nicht Messmer irgendwo? Ich glaube, war das hier? Ich muss nochmal mit ihm reden. Ach was. Okay. Scheiße. Dann muss ich ja den ganzen Weg nochmal dahin laufen. Das muss aber hier sein, glaube ich. Das ist das Schnellste. Wonka Vator, vielen Dank. So, dann zische ich da mal an diesem Item vorbei. Das hatte ich mir aus irgendeinem Grund. Das kann überhaupt nicht sein, dass ich mir das dann geholt hatte. So, die sind sehr sauer auf mich. Richtig stinkig, könnte man auch sagen. Ich ignoriere alles weg und laufe so schnell ich kann. Schnell, schnell. Toben noch richtig. So, war's das? Ja. Dann gehen wir nochmal hin. Hallo, ich bin wieder da. Righteous tarnished. Could you please Ach. Ah, das hätten wir aber auch früher haben können. Na gut, er musste vielleicht. Freya possesses a youth I no longer have. Ja, okay. This knowledge will surely stoke the flames of valor within her. Yes. I can see her barreling into the fray right now. Gut, er musste erstmal alles fertig machen hier. Erstmal studieren, den Brief schreiben und so. Deswegen ist das schon okay, dass er ein bisschen Zeit benötigte dafür. Perhaps I shouldn't meddle in her affairs, but this is the only way I can help. Perhaps I should, this is the only way I can. It is the only way. This is the way. So, dann zurück zu Freya. Ich hoffe mal, die zeigt sich zumindest dankbar. Wir haben jetzt wirklich eine Menge gemacht, nur um ihr diesen Brief zu bringen. Und wenn sie mich jetzt wirklich ignoriert, dann bin ich beleidigt. I'm afraid I'm busy. Truly. I should have. Hier. From Sir Ansbach. To me. What on earth could it. Kannst du wenigstens aufstehen, wenn ich mit dir. Yes. Of course. I see. As the Festival of War concluded, General Radahn's soul met an honorable end. But kindly Mikola wishes to revive it, which is fine by me. I know it would pain old Jaren, but war has always suited General Radahn best, and certainly far more than any honorable death. Endless war to invigorate the soul, as befits General Radahn, the Great Lion.
dir ist schon bewusst, dass ich Radahn getötet habe, ne? Ich bin der Radahn-Slayer. Das heißt, ein bisschen mehr Respekt. Wenn jetzt Radahn käme, dann würde sie vermutlich total außer Rand und Band sein, würde so ein Fangirl-Moment haben, würde ein Selfie mit ihm machen und so, oh, du bist Radahn. Ich habe Radahn besiegt. Ich bin besser als Radahn, aber sie ignoriert mich komplett. Das verstehe ich nicht. Thank you. Now I finally cast off my misgivings. Give my regards to Honorable Ansbach. Jetzt muss ich wieder zurück zu Ansbach. If we should meet in battle, to face your bow would be fine enough. But to face your blade would be an honor. Oh, der goldene Löwenschild. Ich nehme an, wir sind durch, ne? Ich glaube, das war's. Ja, okay. Zu ihrer Verteidigung, sie war als Summon beim ersten Hauptboss, beim Löwen. Ja, ich habe aber nicht gesummoned. Sie hat gesagt, dass Mikella irgendwas mit Radahn gemacht hat. Okay, dann müssen. Ich weiß nicht, müssen wir jetzt nochmal zu dem? Hey, hallo Maxim! Wann Mesmer? Ich glaube, wir sind noch nicht gut genug für Mesmer. Ich habe den schon mal getroffen, aber dann bin ich umgekehrt, weil ich dachte, ich muss noch ein bisschen was anderes erleben. Ich wollte mich nicht nach Renala direkt in den nächsten epischen Kampf stürzen. Deswegen, ich weiß ja auch nicht, was wo ist. Wir sind hier einfach hingekommen. Und dann war der auf einmal da. Und dann dachte ich so, oh nee, jetzt nicht schon wieder. Aber wo war der? Der war hier, oder? Zur dunklen Kammer, ich weiß gar nicht mehr genau. So, müssen wir jetzt nochmal zu Ansbach, oder? Du bist durch, ne? Oder? Maxim, du bist durch, ne? Oh, rennen wir da jetzt nochmal hin? Ich bin so ein Botenjunge. Ich habe einfach alle Gottheiten dieses Spiels, also im Hauptspiel, komplett geslayed. Ich bin der Alpha-Predator. Ich bin der Chef-Boss. Das ist meine Welt. Ich bin der König und alle sind meine Untertanen. Aber die behandeln mich hier wie so einen kleinen Dienstboten, wie so einen Knappen, der noch nicht in der Lage ist, seinem Rittersmann mit einer Räuberleiter aufs Ross zu helfen. So behandeln die mich. Das finde ich nicht okay. Deswegen, jetzt laufe ich für diese Leute da einfach hin und her und lass mich die ganze Zeit sogar noch von irgendwelchen kleinen sensenschwingenden Heinis hier. Und dann kommt gleich wieder der Feuerball auf meinen Bürzel geschleudert da. Jetzt falle ich auch noch runter wie so ein Amateur. Keiner gibt mir den Respekt, den ich verdiene. Und das finde ich einfach echt nicht in Ordnung. Da bin ich mal wieder. Ich bestelle dir Grüße. I should have expected as much from Freya. Some things simply never occur to her. Paralyzing fear. True despair. That's okay. Freya through and through. That's Freya. Ja, aber jetzt, ich muss doch bestimmt jetzt nicht nochmal zu Freya, oder? Ich gehe jetzt nur einmal zu Freya, aber ich glaube nicht, dass da noch irgendwas. Ah, sie ist weg! Die ist ja gar nicht mehr da. Sie ist weg. Das heißt, sie ist einfach gegangen. Sie hat nicht mal Tschüss gesagt. Dreimal durch mit verschiedenen Builds. Alter Maxim, ey. Warum ist sie denn jetzt weg? Warum seid ihr alle so entsetzt gerade? Was ist denn da gerade passiert? Quit out under reload. Sie macht jetzt ihre Mission, dabei stirbt sie oder was? Alles gut? So habe ich mich kurz erschrocken. Aber ich wüsste gar nicht, was wir jetzt hier falsch gemacht hätten. Immer ja, alles gut gemacht. Sie sucht den Mörder von Radahn, aber das bin doch ich. Ich habe doch Radahn ermordet. Ich war doch
Ich stand neben ihr. Sie hätte mich doch einfach nur fragen müssen. Hey, weißt du zufällig, wer Radahn in einem fairen Zweikampf besiegt hat? Hätte ich gesagt, ja, es war ich. So, und dann? Verstehe ich nicht. Ich gehe jetzt nochmal nach da oben, aber sie ist ja offensichtlich weg. Schieb's auf Patches, ja. Was? Wo war Patches? Ja, sie ist ja wirklich weg. Sie hat nicht mal eine Nachricht hinterlassen. Auf ihrer Mission. So, mir wurde was gesagt. Und zwar, ich versuche ja relativ blind zu spielen, aber mir wurde eine Sache gesagt. Und zwar, ich soll irgendein Schloss, ich glaube das dunkle Schloss, nochmal durch den Vordereingang betreten. Ich weiß aber nicht genau, was gemeint ist. Es gibt ja dieses hier. Also es ist, finde ich, schon ein dunkles Schloss. Und ich glaube, damals sind wir... Ist das hier der Vordereingang? Sind wir damals von der anderen Seite gekommen? Von hier oder so? Wo sind wir denn damals gekommen? Hier, Kirchenbezirk, Eingang. Ich glaube, hier sind wir gekommen. Wahrscheinlich dann von der Seite, ne? Hier wahrscheinlich so sind wir gekommen und dann da rein. Und dann haben wir hier da. Und irgendwer sagte mal, ich soll hier nochmal, wahrscheinlich ist das der Haupteingang. Ich nehme an, dann müsste ich von hier einfach nochmal nach oben reiten. Ich probiere das mal. Frontalangriff. Ja, machen wir so, Maxim. Wobei ich nicht weiß, ob ich da nicht auch schon mal gewesen bin. Was ist eigentlich mit euch los? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Intriguing. Do you presume us allies even now? Though Mikala's spell is newly broken, I must profess. The spell mattered little. Uphold his covenant, Mikala shall. And in godhood redeem our rueful clan. Then Marika and vilest Erdtree both will at last be from divinity wrenched. And surely, I... contented I will be. But first, clear resounds the call of vengeance. The Impaler, Mesmer, ja, must pay his due. Das machen wir. In vengeance for the flames. My blade I wield. How could I allow myself to forget? Revenge, yes, alone assures me peace of mind. Ja. Think not to hinder me upon my path. Nee, mach ich nicht, keine Sorge. Ich tausche uns ja noch aus. Was? Ach komm, hör auf mit Bedrohung. Du weißt wohl nicht, wer ich bin. Okay, also nach so einem Boss muss man wirklich auch mit den NPCs ab und zu nochmal interagieren. Die haben ja dann auch manchmal Neues zu berichten. Ja. But while my devotion to kindly Mikula remains unchanged, by my troth I am not so sure about the others. No, wait. Perhaps this is a blessing in disguise. I can wield my sword to cull the undeserving, those unfit to bask in tender Mikula's presence. I should have thought of this earlier. Right. It's time to begin ferreting out those of us who don't deserve to be at kindly. Ist das gleiche wie eben? Oh fuck. Den Hornherold vorschlagen, keinen Vorschlag machen. Och, du grüne Neune. Wollen wir den Hornherold vorschlagen? Um ehrlich zu sein, kann ich die Konsequenzen überhaupt nicht einschätzen. Warst du dann auch bei der Kirche und hast die Locations der Karten gefunden? War ich das? Nee. Doch, ich glaube, habe ich gefunden. Habe ich das gefunden? War das innerhalb dieses, wo das alles versunken war, im Wasser? Ich mache jetzt einfach mal den Hornherold. Ich habe keine Ahnung, was dann passiert. Sie will Schmerzen zuführen. Ja. Ist egal, ne? The horn sent. On one hand, he trusts Mikula the kind to bring salvation to his people. With the enchantment lifted, his vengeful passions may once again ignite. But surely he'd be mindful of kindly Mikula's promise.
On the other hand, the Horn Scent does present his own dangers. Perhaps your concerns are well founded after all. Ja, sag ich doch. Allow me some time to mull it over. Mach das. Allow me. Okay. Jetzt kann ich mich vermutlich einmal hier hinsetzen. So, was jetzt? Ah, there you are. It took ich war lange weg. I know. But I've made my decision. Okay. I believe it wisest to eliminate the Horn Scent. Ja, hab ich doch gesagt. If he were to point his blade at Sir Mesmer or Queen Marika, perhaps it would not matter. But vengeance changes a man. And one day, his blade may turn towards Mikula the Kind. Kindly Mikula is, after all, the true golden child. Mm. Even if he discards every last drop of his being, yeah, his lineage will always remain. Okay. I believe the Horn Scent suspects what I have in mind. Woher? He never placed his full trust in me, even under the effect of Kindly Mikula's spell. He must have recognized something. The scent of the killer that slept within me. The stench of crusted blood. Das ist ja. I will follow the Horn Scent. To have his revenge on Sir Mesmer, there is only one place he will go. The Black Keep. Okay. I will follow the Horn Scent. To have his revenge on Sir Black. Ja, das ist dann ja wahrscheinlich da, wo der auch ist, ne? Also. War das hier? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube, der war da. Also was, jetzt könnte ich jetzt aber auch zu diesem, ist doch der, ist er weg? Also ist er schon abgehauen. Jetzt ist er einfach abgehauen, aber wo ist er hin? Jetzt könnte ich sie ja verpetzen, jetzt könnte ich ihm ja sagen, ey, übrigens, irgendjemand hat sie auf die Idee gebracht, ich war das nicht. Irgendjemand hat sie auf die Idee gebracht. Ich habe keine Ahnung, wo der... Warte, wir reiten jetzt diesen Pfad hier einfach genau, den da entlang. Ist abgehauen, ne? Ja. Kirche links, die da oder was? Meinst du, da wohnt er? Oder welche meinst du? Ein Mini-Spoiler zur Quest. Ja, wenn es AKP, vielen Dank. Klein, klar, ihr könnt mir einen kleinen würde ich nehmen. Klein könnt ihr, aber einen kleinen nur. Nicht zu viel spoilen. Ist hier jetzt noch irgendwas? Ach, wenn ich Mesmer töte, enden beide Questrollen. Okay, das wollen wir natürlich. Quest rein, ja gut. Was ist das? Das nehme ich. Thou shalt not evade the flame of Mesmer. Was los? Ich hatte doch gar nicht. Entschuldigen Sie bitte. Mal gerade. Was macht der schon wieder sowas? Oh, der hat meine Dings ge. Rechtags. Trinkt er wieder was? Nee. Doch, jetzt würde es trinken. Haha, ist leer! Hahaha! How could this be? Ja, wie ist das wirklich? Ich bin nämlich sehr viel stärker als du. Queen Marika. My Grace. Flammenspieß. Oh, Schlüssel zum Gebetsraum. Ein Schlüssel zu einem Gebetsraum. Also, Letter und Horn Set Quest musst du unbedingt vor Mesmer machen. Okay, alles klar. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen natürlich diese Quest rein haben. Ist doch klar.
War ich noch nicht in dieser Kirche? Warum war ich denn noch nicht in dieser Kirche? Also manchmal. Das heilige Feuer. Das kann gar nicht sein, dass ich hier noch nicht gewesen bin. Wie töricht. Wieso habe ich die denn übersehen? Wie konnte mir das passieren? Seltsam. Also, das heißt, wir haben jetzt eine fantastische Quest. Was geht ab bei YouTube? Warte mal. Ist irgendwas strange gerade bei euch auf YouTube? Das sieht doch eigentlich ganz normal aus, oder? Sieht doch gut aus. Auf YouTube sehe ich irgendwas anderes gerade. Hast du die Übertragung unterbrochen? Nee, eigentlich gar nicht. Jetzt ist wieder alles normal, okay? Ist ja weird. Wer weiß, vielleicht hat Nikola im Hintergrund irgendwas. Nikola ist auch manchmal auf eigenen Quests und macht irgendwelche Sachen. Vielleicht hat Nikola noch andere Leute, die er betreut. Nichts anderes als eine Betreuung ist das ja. Da war gerade was ganz Komisches. Echt? Das ist ja weird. Gerade war da irgendein Desktop. Also ich habe gar keinen PC an. Also kann mein Desktop eigentlich nicht gewesen sein, weil ich gar keinen PC an habe. Ich habe nur die PlayStation an. Vorher war jemand, der ein Video editiert hat. What? Das ist ja weird. Ein Video von mir? War das Bobby vielleicht? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was da passiert ist. Okay, aber wir machen einfach weiter und machen die Quest. Und müssen wir mal gucken, dass wir da jetzt das auch dann finden. Könntest du mal auf der Karte nach der großen Kirche schauen. Wenn der Priester noch da ist, bist du nicht fertig bei dem. Klar, machen wir. Ich weiß nicht genau, welche du meinst. Es sind ja so viele Kirchen, ehrlich gesagt. Guck mal. Ah, warte mal. Da ist die Hornholt-Kreisin, aber das ist doch nicht... Ist die das? Nee, ist die das? Na gut, komm, wir machen einfach weiter, nächste Folge.